du denn Alter, von ich Damage? rede mit Wo Malakai, machst ich du rede denn nicht mit dir, Damage? du In welcher Hurensohn, Alter. Situation Jetzt einfach hast mal du deine denn mal scheiß Damage Schnauze, gemacht? Alter. Als ob Du hast du schon hier den einen ganzen krassen Raid Schurken geredet. spielst. Wie kannst du Du überhaupt spielst noch reden, Schurken, Alter? mindestens genauso kacke wie ich, und machst jetzt hier noch die dicke Welle. Das ist lächerlich. Alter, du bist echt so ein geisteskranker Faggot, Alter. Das ist wirklich unfassbar. Du redest den ganzen scheiß Raid lang, Alter. Wie Ja, kann ich man so kann in halt, Ruhe im reden? Gegensatz zu dir kann ich halt reden. Dann Was lassen wir will das ich die auch ganz ganze gerne Zeit mal. irgendeinen Scheiße quatschen, Alter? Dafür blöd ist einfach. Ey, aber Dimi mal, Alter, ich ich glaube, komm hier bei dir jeden ist Tumor einfach nicht mehr weiter ich nach hab unten. Das Von tatsächlich daher gar soll das auch nicht kein Problem mitbekommen. Es sein. ist tatsächlich ein bisschen ganzen Raid Unterhaltung geredet haben gerade. sollen. Also, alles gut. Vor allem, Heinz, du hast doch gar kein Problem damit, wenn du da irgendwie Intelligenz verlierst. Du hast doch keine. Wo ist dein scheiß Ich Problem? glaub's auch. Alter, du bist einfach so ein wegloser Bastard. Das ist einfach unglaublich, Mann. Du fährst 12.000 mit deinem Rogue in Ruby, Alter, und wagst es hier jemals wieder deine Fresse aufzumachen. Was? Was du so übertierst. Raid für Raid. Ich rede nicht mit dir, du Hurensohn, Alter. Du bist eigentlich behindert, zuzuhören, Alter. Alter, Pika, halt deine scheiß Schnauze, Alter. Das kannst du ja nicht mit antun, Mann. Ja, Marakai, man Alter, ich rede halt mit dir. Das ist einfach geisteskrank. Du fühlst dich bei allem angesprochen. Du bist einfach der dümmste Mensch, Alter. Hast du mich gerade Hurensohn genannt? Zu krank, Mann. Okay. Alter, das ist besser als Kino. Also, ich rede mit denkst... fucking Marakai und du laberst und laberst wieder rein, Alter. Wie ein, mal ein bisschen schreien, dumme oder Missgeburt. Ja, anscheinend muss ich ja schreien, dass du einmal die Fresse hältst für 5 Sekunden. Nö. Das ist einfach zu krank, Alter. Es ist einfach zu lustig. Pass lieber auf, dass die Heimaufsicht nicht kommt und dich wieder einsperrt. Ja, ich glaube auch, dass ich eingesperrt wird. Ich glaube, deine Mama... Ne, okay, hören wir auf von deiner Mama, Alter, die hat schon genug gelitten. Geistig unterlegene Menschen, dich zu unterhalten, macht halt einfach Fun, so, deswegen hätte ich halt schon noch Bock. Oh, Mann, das kannst du dir nicht mit deinen tun. Ich gebe offen zu, dass ich Rogue nicht spielen kann, was ist das Problem? Alter, du sabotierst Raid für Raid, egal wie sehr du dich anstrengst, du sabotierst einfach, weil du so einen nicht existenten Skill hast. Das ist einfach so krank. Das ist, Alter, das ist nur ein Wahnsinn. Das ist echt krank. Ja, bis nächste Woche Sonntag auf jeden Fall, Demi. Da sehen wir uns ja wieder zum Main Raid. Ja, Mann, du das wird bestimmt selbst, richtig wenn Spaß, du dich Mann. Anstrengst. Das habe ich dann gehört, Alter. Das ist echt krank. Okay. Ansonsten, wenn du nochmal einen Ruby oder einen PDOK-Guide brauchst mit Ads kicken und so, dann kriegen wir das auch noch hin. Ich denke, ich habe dem guten Chuck das Leben gerettet, aber schon okay. Ja, du hast den guten Chuck das Leben gerettet, aber die Ads nicht gekickt. Alles gut. Du bist schon einfach mental behindert, oder? Nee, ich kenne nur einfach PDOK, also das ist nicht. Halt das Ding. Ja, du kennst PDOK. Ich kann dir auch einen Guide schreiben, wenn du das brauchst. Alter, du machst 19.3 an fucking Walks, Alter, aber du kennst PDOK. Du Was denn für 19.3 an Bikes? Bist du... Alter, schaust mal den Damage an, da geht's. Ja, bist du... Checkst du eigentlich Top wie ein Was hat das denn, was hat das denn bitte das Scheiß? Ein paar DPS gemacht hat bei den Wald. Ja, denke ich aber einfach. User joined your channel. Hast du ganz toll gemacht, Kamera. Ja. Man sieht es doch hier in Dortmund, wie du mit der Rory reinkackst, Pika, Alter, in dem schönen Main Raid bei euch, Alter. Du bist also, dein Rory so gut equipped, Alter. Du kriegst so einen großen Das ist einfach zu geil, Alter. Was hast du gerade gesagt? Dass du einen übelst gut gegierten Warriors und Schaden fährst wie eine Mülltonne, Alter. Ja, dann zeig mal bitte einen, der da mehr Schaden macht. Also, Demigod bei weitem nicht. Liebe Grüße. Oha. Liebe Grüße. Also, ne, jetzt da, ne, da muss ich mich einmischen. Wir holen Sparko. Ne. Also, ich wäre ja dafür, dass Demi und Pika sich mal ihre Wars-IDs freilassen. Holen, nevermind. Demi hat seine auf Allianz. Okay. Ich wäre dafür, dass ihr Ruhen nicht buggen, da hätte ich euren kompletten Mili damit jetzt schon bewegt. Das Einzige, was ich dir tatsächlich noch zugute heilen kann, ist, dass bei euch dann, wenn kein Stack drauf ist, dann wird es auch schwer, Damage zu machen. Natürlich. Aber, ansonsten ist es tatsächlich jetzt auch nicht wirklich beeindruckend. Egal, gerade warst du noch ein bisschen sympathisch. Mach's nicht kaputt. Das ist ja nur. Ich sag ja, ich. Ich will nicht sagen, Digga, solange Demi LK-Rekord hat, kannst du einfach nichts sagen, ne? Was denn für ein LK-Rekord, Mann? Ja. What the fuck? Alter, ich hab da reingekliegt, das zählt nicht. Diese 23k beim fucking LK so geisteskrank werden. Junge, ich gehe mit 21 da raus und hab nicht geisteskrank sinnlos alles gekleeft, was irgendwie geht. Ja, es geht aber nur noch um Damage und Dummkopf. Ja, es geht darum, Boss zu legen. Wir haben 15%, Alter, das ist schon anstrengend. Ich kann mit 2018 noch versuchen, einen Boss zu legen. Ich meine, bei Ruby struggelt man ja auch einfach mal so einen ganzen Main Raid lang. Der Kommentar von, wieso sollte man ICC try harden, wenn man Biscuit aus Eis hat? Ich hab noch nie was Dümmeres in meinem Leben gelesen. Das ist geisteskrank. Weil wir das einfach ist echt nicht normal.
Junge, ich habe einfach keinen Bock auf ICC. Ja, ich laufe da mit. Aber Ruby entscheidet auch nicht. Willst du denn? Ja, aber ja, Ruby, bist du bei 6-3er Ult gewesen? Defend Decay in die scheiß Gule legen oder was? Ja, machst mehr Schaden mit, aber das ist halt retarded. Defend Decay? Naja. Das ist ein AOE-Spell. Ich könnte mal eben kurz die Fresse halten, ich muss mal mein Geld hier zählen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich glaube, ich muss kurz das mal machen. Läuft schon. Das ist einfach zu sick, Alter, was ihr euch einbildet, weil ich 2 Damage in einem Raid, vielleicht bei einem Boss gemacht habt und dann einfach durchgehend. Hab ich mich schon wieder fast zählt, danke, Demi. Also, das ist so sick, Alter. Wenn man darüber nachdenkt, ne? D&D kann es ja auch sinnvoll leben. Du bist so eklig am Tryhard, machst nur sinnlose Kacke und machst nicht mal mehr Schaden als ich. What the fuck? Ich glaube auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend bis nächsten Sonntag, Hans. Alter, ich hoffe, du steckst in deine Scheiße, die dir deine Mutter füttert. Ey, nein, die Sohn. Flamme erlicht, kippt mal jemand mit Benzin ins Feuer, Alter. Hast du gerade erlicht gesagt? Erlicht? Komisch. Alter, du bist im Übergang bei Lich King gestorben letzten Runde. Du hast keine Minus-DKP bekommen, weil dich alle ganz gern haben. Das ist ganz sick, Alter. Die haben einfach Mitleid mit dir, weil du so ein Autist bist. Das ist einfach richtig nice. Ich weiß es nicht, redest du gerade mit mir oder mit Marakai? Ich denke, er hat sich verabschiedet und ist gegangen, du wertloser Spast, Alter. Okay. Du hast echt einfach kein Gehirn, Alter. Das ist einfach zu krank. Man hat vor 2 Sekunden, der ist mit mir und mit Marakai. Er hat sich verabschiedet und hat geliebt, Alter. Mach mal dein scheiß Gehirn an und geht's. Weil du die ganze Zeit immer nur im Du sprichst und ich dann frage, wer das dann ist. Wenn ich mich angesprochen fühle, bin ich scheiße. Wenn ich frage, bin ich gemeint, bin ich scheiße. Irgendwie, eins von beiden musst du dir halt schon mal irgendwie aussuchen. Also, Alter, ich mein, du bist okay, schon aber musst halt irgendwie konstant Pika tot. Du bist schon einfach ganz dumm mit Spaß, Alter. Hast du jetzt auch verstanden und mitbekommen, wo du gehst? Alter, so viele Leute lachen dich einfach aus, weil du einfach ein geistig behinderter Spast bist, der einfach seinen Autismus rumschiebt, Alter. Kommt, ist halt tatsächlich fragwürdig. Wir nennen es einfach fragwürdig. So, du kannst das nochmal überdenken für dich in deinem kleinen Stübchen. So, wenn du sagst, wenn du nochmal weg hast, melde dich, gebe ich dir einen Guide, ist kein Problem. Du kannst irgendwann auch so gut werden wie der Durchschnitt. Das ist, kriegen wir noch hin. Alles klar. Aber, am besten, ihr arbeitet also einfach beide an euren Sozialkompetenzen. Das ist so, Alter. Das ist einfach zu sick. Weißt du, du meinst es ernst, Alter. Du meinst es echt ernst, dass du irgendwas kannst. Das ist einfach zu krank, Alter. Du bist einfach so ein wertloser Spast, Alter. Das ist einfach richtig sick. Aber Demi, nochmal. Raid für Raid rein, Alter. Du bist einfach nutzlos. Demi, Jimmy, mach den Mund auf, Alter. Du bist einfach zu witzig. Demi, nochmal objektiv betrachtet. So wenig Schaden macht er ja jetzt aber auch nicht, oder? User disconnected from your channel. Halt nicht so viel wie der Supergott Kagamaros, muss man schon so sagen. Also, P19 bei Sorfang ist schon beeindruckend. Na, ich will nicht sagen, dass es keine Leute auf dem Server gibt, die total für den Arsch sind und richtig scheiße und sonst was, aber sich dieses extreme Beispiel am Pika zu setzen, ist vielleicht ein wenig falsch. Aber es geht gerade um Menschlichkeit. Platziert. Aber... Ja, wenn es um Menschlichkeit geht, dann brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen. Ja, das ist ja mal wieder was ganz anderes. Dann kannst du direkt die Schnauze halten. Wieso denn ich? What the fuck? Alter, du redest den ganzen Tag. Eine gekürte Scheiße. Wer schreit denn hier eine halbe Stunde die geisteskranke Leute ja, nach dem fickten so Raid, Alter. Elfjähriger, Mann. What the fuck? Alter, nach dem fickten Raid. Alter, du bist echt einfach der dümmste Mensch, den mit jedem Weg gelaufen ist, Alter. Ja, okay, denkst, das ist irgendwie witzig, hier nicht viele rein Leute zu begegnen, das kann ich mir vorstellen, aber... Alter, hat ja damit nichts zu tun. Hörst du dir irgendwie selber beim Denken zu? Ich glaube nicht, Alter. Ich glaube, du würdest schon längst einfach durchdrehen dabei. Überlegst du eigentlich, wenn du mal ein Wort sagst oder quasselst es einfach aus deiner Scheiße raus. Junge, Mann. Ich weiß halt langsam nicht mehr. Unterdurchschnittlicher Hurensohn, Alter. Das ist einfach zu sick, Mann. Oder wo soll man mit dir noch hingehen, Mann? Das ist halt echt krass. Also, Alter, wo willst du mir hingehen? Kann? Alter, du kannst halt einfach mal deine scheiß Schnauze im Raid halten und raiden, Alter. Und es ist zu viel verlangt. Ja, weiß ich nicht, habe ich heute nicht geradet oder geht's? Denke, du bist permanent irgendeine gequirlte Scheiße, irgendein uninteressantes Thema am Reden, was niemand außer irgendwie 2 Leute interessiert. Kannst irgendein anderes TS gehen und da die Scheiße machst zulabern. Machst du dann immer Live-Befragungen? Interessiert dich das gerade und heute nicht öfter als... wenn mich 5 Leute anschreiben... Alter, bitte, entmute dich und flame Pika tot, dass er seine scheiß Fresse haltet. Ich glaube, dann interessiert es nicht so viele.
Ey, doch, doch, Demi, guck mal. Wenn du so einen Hass auf mich hättest, dann würden die Leute auch schreiben, bitte mute dich und mach Tammo kaputt, weil es einfach krank ist, wie du eskalierst, wenn es um diese Person also, geht. Es geht nicht darum zu eskalieren, es geht darum, dass ich eine scheiß Schnauze nicht halten kann. What the fuck, warum sollte ich meine scheiß Schnauze halten, Alter? What the fuck? Alter, wofür ist man denn da? Ja, was wofür man da ist? Dass man zuhören kann, reden kann, einfach seine Fresse hält. Ja, oder. Alter, was interessiert es mich, was du redest, Alter? Ja, wenn es dich nicht interessiert, dann, keine Ahnung, spielt kein WoW, what the fuck? Ich weiß nicht, was dein Kackproblem in deinem scheiß Leben ist. Du hörst mir einfach nicht zu, oder? Nee, tatsächlich. Es dringt echt nicht zu diesem Durch, Alter. Das ist einfach sick. Das ist einfach sick. Deine Dummheit ist einfach wie eine Barriere, Mann. Das ist einfach geisteskrank, mental zurückgeblieben, du bist. Du hörst mir echt nicht zu. Du bist ein richtig geiler Elfjähriger, Mann, ohne Witz. Alter, was für ein Elfjähriger? Alter, ist einfach irgendein hässlich fetter Hurensohn, der im Leben nicht genug Aufmerksamkeit bekommt und muss okay. deshalb hier jeden Zug quatschen, Alter. Okay, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich tatsächlich nicht. So. Kannst du ja mal irgendwie mal fragen, wenn ich, oder mal schauen, wenn ich alles so zugequatscht habe. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich beschränkt, aber gut. Beschränkt, hat er gesagt. Aber alles Gute, Emil. Ich wünsche dir alles Gute. Alter, ich hoffe auch, dass du deine Scheiße erstickst, die deine Mutter füttert. Ich hoffe, dass du irgendwann auch mal jemanden findest, der sich mit deinem Problem auseinandersetzen kann. Dass Alter, du da was, irgendwann Alter, von befreit du hörst mir halt echt Alter, nicht zu, Alter. Nee, tatsächlich. Das ist einfach so geisteskrank. Du dich leider bist einfach auch selber so ein dummer Spast, Alter. Du bist einfach nur wertlos und kannst nichts, Alter. Du machst dir die ganze Zeit die Fresse auf. Alter, kannst du einfach mal deine dumme Schnauze halten, oder geht's? Nee, du lachst und findest es witzig, Alter. Du bist einfach nur geistig behindert, Mann. Okay, wie kann man klar. eigentlich, Alter, wie kannst du eigentlich leben? Schaffst du es manchmal zu atmen oder sitzt du neben dir und sagst, ein- und ausatmen? Deswegen sitze ich hier die ganze Zeit, aber ist okay. Mann. Das kann ich mir halt sehr gut vorstellen. Alter, wie kannst du eigentlich... Alles klar. Aber Demi, das ist ja echt tatsächlich immer noch eine Option seit Wochen. Einfach die Leute, die dann richtig auf den Sack zu gehen, zu muten, ne? Nee, das dann ist, ändert das ist nicht im Prinzip, dass sie wahrscheinlich währenddessen weiterreden. Das ist ja so ein ganz neuer technischer Scheiß. Das ist, keine Ahnung, ich finde jetzt nicht, dass man ihm das vorwerfen kann, dass er das noch nicht hinbekommen hat. Weil es geht halt nicht so darum, jemanden zu muten. Es geht darum, dass dann einfach andere Leute random Zeug reden, ihm Antwort auf seine gequirlte Scheiße geben. Und nicht, dass dann verwirrt, Alter, weil es noch mehr gequirrte Scheiße ist. Alter, das ist einfach zu Alter, krank. Hat der gerade was gesagt? Er antwortet sogar auf diesen Hurensohn. Ja, das ist halt genauso halt. Oh genauso Gott, spielt sich das halt ab. Das ist brutal, ey. Das ist einfach das Geile nicht normal, ist, Alter. Dass du nicht nur so Scheiße spielst, sondern auch noch Scheiße laberst. Deswegen hast du halt einfach einen Unterhaltungsfaktor. Also, Alter, ich feier das. Was für... Alter, du bist einfach... Du hörst nicht zu und nee, bist einfach mental behindert, Alter. Ja, Alter, es bringt nichts, irgendwie weiter mit dir zu reden, Alter. Das hat einfach keinen Sinn. Also, ich doch. Alter, am besten, Alter, darf ich dir einen Tipp geben? Kennst du so ein Japan-Messer? Bitte wen? Japan-Messer. Kennst du so ein Teppichmesser? Hast du eins zu Hause? Holst du wieder hart dran? Schneidest einfach deinen Arm auf, Alter. Okay. Dann lässt es einfach bluten. Ich glaube, das wäre echt das Beste für die gesamte Menschheit. Wenn du dir einfach dein scheiß Leben nimmst, du dumme Hurensohn, Alter. Das ist einfach zu krank, Mann. Alter, Junge, komplett Mann, du bist blöd. Ich wäre jetzt schon längst abgehauen, aber du bist einfach permanent so lustig. Das ist halt echt richtig funny mit dir. Aber ja, du bist halt kein bisschen lustig. Deshalb ja, regt es mich auf, dass du redest. Das heißt einfach deine scheiß Fresse. Ja, weiß ich nicht. Das ist, weiß ich nicht. Alles immer ein bisschen du weißt anscheinend Sache. Ganz viel nicht. Anscheinend ich weiß, dass das jede Menge im Vergleich zu anderen in Ordnung. Dann mit einem BFK wie gesagt, es muss ja auch nicht jeder intelligent sein. Ich habe ja auch kein Problem damit, wenn Leute eben einfach ja, ich habe schon Probleme Schwäche damit, mit dem einfach so Leute wie du ist ja kein Problem. Einfach du kannst ja auch nichts von 90 haben, du bist ja auch nicht einfach ein von Grund auf böser Mensch, wenn ich auch sondern einfach ein bisschen, bringt, wenn halt ja, ein bisschen weniger intelligent ist ja kein drei Problem, alles damit kann ich ja umgehen. So, das ist ja nichts Neues, aber anscheinend kannst du ja Marakai nicht umgehen. Er hat ja auch einfach nicht so die Intelligenz wie du, es hat einfach beides dieselben dummen
Alter, ich kann schon nicht mehr reden, Alter. Ja, mein Schlückchen trinken, LG. Aber ist alles gut. Ich wünsche dir alles Beste für deine Probleme und Alter, du checkst es nicht, dass du einfach geistig behindert bist und wie Abfall spielst. Ich Alter, weiß nicht, gehst ich meine, du spielst halt, du geht's? Spielst selber wie ein richtiger Müll und machst einen auf dick. Ja, was habe ich falsch gemacht? Sag mal. Junge, wo habe ich wie ein Müll gespielt? Den ganzen ICC Raid mal. Guck mal, ey Pika, bevor du jetzt weiterredest. Was für ein ganzen ICC, doch... Alter. Du hast mehr Gear als ich und ich zieh dich bei Bossen. Das ist halt einfach nur lächerlich. Was findest du? Ja, klasse, wenn du einfach irgendwelche scheiß Ghoule da Dolchfächer Alter, und du... Ja, bei Fouldarm habe ich die Ghoule gekleeft, Alter. Und machst nicht mal mehr Schaden als ich. Alter, bei Fouldarm, ich habe da richtig reingeklieft, Alter. Oh, boy. Ich habe Motemine rübergezogen, Alter. Ganz allein und hab gekleeft, Alter. So ein krasser Spieler. Alter, du bist einfach ein dummer Mensch, Mann. Du fährst halt mit deinem Biss-Worry, keine Ahnung, 13k DPS und bist so ein krank arrogantes Stück Scheiße. Alter, dafür, dass du halt echt spielst wie ein behindertes, du bist einfach komplett realitätsfremd. Das ja, ist einfach weiß ich nicht, zu ob krank. Ich realitätsfremd bin oder ob das einfach nur true ist. Alter, soll ich dich in meiner Muttersprache beleidigen oder geht's? Ja, bitte mach das, aber das ist genauso sinnvoll, wie wenn du versuchst, unsere Sprache zu sprechen. Olum aus dem Magan. Jetzt kommt's raus, Alter. Demi der Türke. Alter, du bist echt so ein alter Nehmann. Es fehlen mir langsam echt die Worte, weil ich kann es wieder und wieder sagen. Es können dir 10 Leute sagen, dass du einfach eine Missgeburt bist und keinen Leben besitzt. Ja, weiß ich nicht. Du glaub... Das ist bedingt so, aber ist alles gut. Okay, endlich hast du es eingesehen. Ist bedingt so, hast kein Gehirn, Alter. Ja, hast bedingt ein bisschen so ein kleiner Strumpf. Ist tatsächlich eher verleinend, so. Aber ich kann ja auch noch einen Deutschkurs anbieten, ist kein Problem. Du bist jetzt wird's ein bisschen persönlich, Pika, ne? Echt einfach. Ja, schon, also aber ich glaube, das geht Mensch, Mann. Unter der Gürtellinie, ne? Also das mit Hurensohn und so und fick dich und stirb und schnitz dich auf und so, aber das mit dem Deutschkurs ist jetzt echt ein bisschen ja, Pika, drüber. Das war drüber, ne? Ja, ist also, mir auch leid, so, keine Ahnung. Es ist halt was für ein Deutschkurs? Ich denke, genau, du hörst die ganze Zeit nicht sage. Zu und jetzt machst du ja, auch noch sowas, ey. Man muss sich dran gewöhnen, aber dann irgendwann geht's. Echt frech. Ich glaube, beide so hängen geblieben, Alter. Zu geisteskrank. Also wenn ihr Deutschkurse braucht, dann könnt ihr euch bei Sardolius melden. Der ist Deutschlehrer in der Grundschule. Halt's Maul! Was halt's Maul? Grammatikalisch beim Nein, Schreiben. Nein, ich hab gerade Sado zitiert. Also. Mit 2 Körperteilen. Ach so. Ah, ah. Ah, ah, ah. Halt's Maul. Halt und den Maul, ne? Alter, Chuck, wenn du jetzt das zugehört hast, hast du ganz viel Spaß verpasst. Ja, wieso rastet ihr gerade so komplett alle aus, Alter? Holy Junge, shit. Marakai hat Demi gerade so auseinandergenommen, ne? Der ist weggerappt, Alter. Demi hat dann gesagt, ey, Bro, bitte, geh, bitte, ich schaff das nicht mehr. Und dann war Demi so wütend, dass er alles auf Pika raufgedrückt hat, Alter. Und jetzt hat Pika einfach Demi gerade so beleidigt, dass wir alle ein bisschen gekockt sind von Pika. Glaube so, Suku kommt auch noch am Stisse, der möchte sich das auch noch anhören. Den kannst du auch noch mal in seine Wand fahren. Kann, Alter, morgen Sasuke, Alter. Kannst direkt mit Pika reinfahren, geklickte Bastard, Alter. Das ist genau gleiche Müll, Alter. Das ist einfach zu krank. Richtige Zusammenlung. Warte mal ganz kurz, bevor du hier weiter beleidest. Ich muss eben wieder OBS anmachen. Ich muss dann weiter aufnehmen. Ja, genau. Oh, jetzt kannst du wieder anfangen. Wo ist eigentlich Morxi, Alter? Der fehlt hier noch beim Zusammenkunft. Der dumme Müll kann auch nicht mal gerade auslaufen, Alter. User joined your channel. Junge, ich würde sich das halt leider nicht geben mit dir, weil er halt, das ist nicht so sein Humor. Aber, Ja, nicht so sein Humor, es geht nicht um Humor, es geht darum, wie ich gerade auslaufen kann. What the fuck, Alter, warum sollte noch User gehen? Disconnected from your weißt channel. Du, ich sitze hier noch, weil ich irgendwie denke, dass du ein intelligenter Mensch bist, mit dem man sich mal unterhalten könnte, oder? Alter, wenigstens mit dir kann man sich nicht intelligent unterhalten, wenn man Intelligenz von 90 besitzt, du wertloser Hurensohn, Alter. Das ist zu krank, Mann. Du bist einfach ein dummer Mensch. Und, okay, und alles klar. Mach's den Mund auf, Alter. Es kommt nur Scheiße rauf. Alter, Stunde es für kommt Stunde, nur Alter. Auf. Klassiker. Alter, du wertloser Mensch. Was? Alter, das ist zu krank. Das ist zu krank. Das Schöne ist jedes Mal, wenn man denkt, jetzt ist es gleich vorbei. Ich gebe mir Mühe und rede in der Fremdsprache mit dir, Alter.
Ist alles gut. Also ich kann dir noch einen Tipp geben, je lauter und öfter du Hurensohn schreist, desto mehr denken die Leute, du hast inhaltlich recht. Also das ist auf jeden Fall so. Demnach hast du tatsächlich an diese Diskussion die Debatte so heute auch Plus, ganz klar für dich entschieden. Denkt, dass er ein Hurensohn ist, in Minus wird denkt, dass er kein Hurensohn ist. Oh, ich habe ganz viele Plus, Alter. Ist ja nice. Okay, alles klar. Oh, Marakai, Alter, dein Boy hat sich eingesetzt. Ist bis jetzt der Einzige. Oh, krank, Alter. Ja, sieht nicht so gut aus für dich, mein Freund. Oh, ist ja echt doof. Also bei mir ist ein Plus-Minus, ne? Ja, Omar und Katar zählt das auch. Das ist Alter. Zu witzig. Die hatte Gelbe noch nicht in der Schule, deswegen die kennt er nicht. Oh, Boy, bist du Das geht! Keine Ahnung, hast du sonst noch irgendwas, irgendwelche Feindbilder, ich dabei, essen, die du noch ein bisschen beleidigen möchtest, so für alle Leute, die gerade zuhören? Alter, also, es hat keinen Sinn, Leute in der Leitung, die sich unterhalten fühlen. Du bist so, ich seid so nutzlose, arrogante Nuttensöhne, Alter, die einfach Raid für Raid kein Damage machen und reinfällen, ihre Tasten klicken und die Müll spielen. Sehen ist halt einfach was. Ein. Junge, keine Ahnung. Genau du, Alter. Ich glaube, ich drucke gleich mal irgendwie irgendwelche Logs von dir aus und dann, aber lassen wir das, hat eh keinen Sinn. Gut, Ja, weißt du, wenn wir mehr Damage macht als du, dann hat er gekleeft, Alter, ganz eindeutig. Das kann dann nicht anders sein. Aber Single Target machst du auch keinen Damage. Ich meine, dass es auch kein Cleave gehabt, das wird dann auch nicht so sinnvoll, Single Target auf was durchzuziehen. Das ist, nee, das ist dann auch nicht gut. Single Target auf was durchziehen ist immer sinnlos. Hast du ja, Mann, so faul einem zu töten, nee, Mann, lassen wir nächstes Mal einfach. Ja, nee, Pika. Also ich denke, du solltest auf jeden Fall Single Target auf den Ghoul gehen, nächstes Mal beim LK. Weil das ist der effizienteste Schaden, den du rausholen kannst. Ja, das sowieso, die müssen ja sterben. Werden eh nicht rausgespuckt. Und weil man eben so dickes Gear hat, ist es egal. Man könnte halt auch einfach irgendwo in der Mitte stehen von der Plattform. Ist egal. Den Boss legt man ja sowieso. Ist ein gutes Argument tatsächlich. Ich weiß nicht, wie du dir das so vorstellst mit der Mitte, aber wenn du das mal aufzeichnen könntest und wir dadurch mehr Damage machen, können wir das sicher mal ausprobieren. Aber da du nicht so wirklich ein intelligenter Mensch bist, glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt nicht der intelligente Mensch nicht, bin, aber... Oh, weiß ich nicht. Lass also, mir du mal weißt so einfach stehen. Gar nichts, du bist einfach ein dummer Mensch. Ja, das ist eine Alter, Aussage, einfach deine die Schnauze. Wieder relativ, wie sagt man? Nee, Alter, das hat keinen Sinn mehr, sich mit dir zu unterhalten. Auf dünnem Eis, aber... Mal. Alles gut. Klausen. Ja. Nee! Ey! Ey, dem hat dich gerade wieder Hurensohn genannt, Digga. Du musst ihn jetzt wieder. Nicht. Oh, das ist ja böse. Das hat keinen Sinn. Aber Mann, ja, mein so Boy ist ja nicht da. Ja, Leute, ich bin auch mal raus. Ja, moin, Alter. So lange war du da, dass du gleich kommen würdest. So ein bisschen geht's. Ich melde mich langsam mal ab. Wenn es halt eine neue Folge Hans Entertainment gibt, könnt ihr mich bitte buchen. Gut arbeiten. Dann komme ich wieder dazu und hören wir das an. Klein Hartz-IV-Empfänger kennt das ja nicht. Wir melden uns, Speaker. Also wenn Hans sagt, er macht eine neue Staffel oder so. Neue Staffel? Hans Entertainment, die geistig behinderten WG, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was er da macht. Aber ist egal, ich wäre auf jeden Fall am Start. Jo. Pika, arbeitest bis Sonntag noch ein bisschen an deinen Sozialkompetenzen, ne? Ich entschuldige mich auf jeden Fall für meine Art. Ich bin ein bisschen außer Haut gefahren vorhin. Ich bin eben halt auch ein impulsiver Typ, der kann das nicht passieren. Ja. Deswegen entschuldige ich mich halt auch hier tatsächlich bei allen Leuten, die das... Aber ich weiß noch genau, Marakai, wie ich guten Andreas gesagt habe, dass du einfach Müll bist und nicht spielen kannst. Der dich dann trotzdem geimpft hat und du dann immer noch Müll warst und nicht spielen konntest. Das war halt schon ganz nice. Hat sich einfach in den 2 Jahren nichts geändert. Sorry, auf mein Leid. Bitte hör auf, alles gut. Komm auf rein. User timed out. User disconnected from your channel. Ah, zum Glück mache ich 2 DPS mehr bei Sauerfang als du, liebe Grüße. Mit was? Mit der Eule. Soll ich dir Lots zeigen? Du wurdest von Sponge gefickt, Alter. Richtig im Damage zerfickt, Alter. Ja, aber Sponge ist auch krank, muss man sagen. User left your Alter, Sponge ist aber fucking Maschinen. Aufmachen? Alter, Eli ist auch noch da, Junge. Alter, das ist einfach nur geisteskrank. Das Ding ist, denke, verstehen ich viele nicht. Vergleiche die Adriaten auch keinen Fury Damage mit sind im WoW so Damage. Gut. Weil sie dadurch, dass sie nicht so gut sehen können, andere Sinne schärfen. Und dann, ne, geht das Ganze in den DPS rein und Eli eskaliert das total bei Sauerfang. Nur bei mir platzt der Recon, jetzt warte ich mal runter. Es sieht zwar nichts, aber der kann es auswählen. Ihr habt's geschafft. Toll. Ja, ist noch Sasuke da? Ne, muss ich den wieder poken. Immer wieder ein Biss vorher, hat ihn reingefahren. Endmute, man.
Er geht den gerade Weg! Oh, geil, Digga. Dem voll anstrengend halt. Also, ich weiß es nicht. Sie sehen es halt nicht ein. Es bringt halt gar nichts. User disconnected from your channel. Ich bin super arrogant, um das Ding wie ein zu sehen. User entered your channel. Ach ja, das genau. Ich hätte ihm einfach Klaufe bieten sollen und lieben. Das wäre das beste Leben gewesen. So beim Maracan kann ich nicht bewerten, Alter. Die ganze Zeit. Bin halt der Scheißhaufen. Da hat er halt absolut recht. Alter, bist du nicht auch Enraged Member? Was geht? Ich will mich erschießen. Habt ihr gar auch noch Wissen, Sieger sind ganz witziger. Oder lieben nicht. Was? Ne, gut, das ist so cool. Jo, was ist? Ja, willst du auch noch wissen, wenn du nicht spielen kannst, oder geht's? Ja, gerade nicht so. Wenn du schon hier reinfährst. Ist das geil. Du wirst leider nicht oft genug kommen. Übernommen damit. Alter, ich schon mal das ist der Typ ist so ein Hurensohn, ey. Das ist der deutliche HP 1. Es gibt doch ein minus DKP, ja, wenn ja. Ich Marakai töte, aber umgekehrt nicht. Von dem her ist schon okay. Damit kann ich auch leben. Aber warum kommst du nicht mehr mit, Dicker? Kann ich nicht mehr zuschauen, wie du deine Tasten klickst mit dem Maus und keinen Damage machst? Jo, keine ich meine, du spielst Argus, du bist schon einfach auf den Kopf gefallen. So als kleines Kind. Ein Stück Scheiße, ey. Wenn wir bei ihm und halt tatsächlich nicht richtig auf das Troll oder einfach nur Dummheit machen ist. Und ey, Hans! Ist was ist los? Du warst früher auf Ali, Seite. Ich meine, Adresse, dann rufe ich mal eben bei der Nutter an, Alter. Die soll ich mal eben wegficken, Alter. Ist ja nicht mehr normal, ey. Ja, du hast doch seit drei Tagen nicht mehr gefickt, Alter. Du hast doch am Stau ohne Ende. Wie kann man denn so was machen? Es geht eigentlich gerade. So. Ich hab mich schon beruhigt. Ich hab eingesehen, dass Pika tot einfach... Ihr müsst ja leiser sein. Ich muss das alles mal zu behindert sein. Wenn ihr regelt, höre ich das im Stream. Ja, mute uns halt. Nur mal zu der Einspielung mit dem Obst, ne? Nee, muss uns ja, muten. Ich kann euch nicht muten. Regi muss euch muten. Ja, soll Regi und mir. Es ist Obst im Haus. Ist jetzt echt vorbei, oder was? Ich hab mir gerade Essen geholt. Weißt du, also, Suka antwortet mir nicht. Der also, das geht auf jeden Fall bald noch weiter. Ja, gib mal wieder Benzin ins Feuer, bitte. Wir können jetzt auch wieder Diskussion führen, ob Support-Demo Main beste ist. Das ist auch immer eine brennend geführte Diskussion. Das ob auch sich Rüstungsreißen nicht doch lohnt, LG. Aber jetzt mal im Ernst, warum flammst du die so an? Alter, hast bleiben. Du auch nicht zugehört? Doch schon, aber ich verstehe nicht, warum man sich tatsächlich so reinsteigert. Wenn die scheiße sind, mute doch einfach und gut ist. Geht ums Prinzip. Also dann höre ich die ganze Zeit drei Leute mit Pika tot reden, weil sie irgendwie Erbarmen ja. haben, dass sie einen so hässlich. Mutest du die drei Leute auch? Keine Ahnung. Ist. Ja, ich mute mal gute Raid-Lead. Es knallt ein gute Minus-DKP rein. Na gut, dann sagt er vielleicht einmal im Raid was zu Pika. Keine Ahnung, ja, ich habe Fabio, hab Fabio auch ständig gemutet und Lukas labert mega viel mit dem. Also. Kaum, ich mag es, vielleicht sagt er irgendeinmal random mit einem Glückstreffer einmal was Wichtiges an und dann habe ich das verpasst. Das wäre dann schon schade, wenn ich mich einmal für seine Intelligenz überzeugen könnte. Aber bis jetzt ist es halt noch nicht vorgekommen in all den Raids, von dem her weiß ich halt auch nicht. Sonst ja, ist Bescheid, wenn es das nächste Mal so ist. Okay, krank. Der war freundlich von dir. Wo bin ich? Guten. Aber sonst geht ja. Ne? Das ist der Duft der Liebe.